Der leichte Kampfpanzer M41 oder wie ihn vor kurzem jemand in Discord nannte, der Leckpanzer, ist die deutsche Version des amerikanischen M41 Walker Bulldogs und unterscheidet sich von diesem durch andere Munitionsmöglichkeiten und einen Rauchgranatenwerfer. Für mich war der M41 ein echter Befreiungsschlag, da er der erste leichte Panzer und das erste Aufklärungsfahrzeug im deutschen Tech-Tree seit Rang 2 ist. Nach vielen Runden Panther und Tiger macht es einen Riesenunterschied, einen Panzer zu fahren, der nur 23,1 Tonnen wiegt und mit 500 Pferdestärken auf 21,6 Pferdestärken pro Tonne kommt. Da kommt man sehr schnell aus dem Knick und auch relativ schnell auf die 71 km/h Spitze. Und wie sich die 19 km/h rückwärts im Vergleich zu den 4 km/h vom Panther anfühlen, muss ich euch nicht beschreiben. Das erlaubt dir, mit dem Bulldog am Anfang eines Matches vorauszupreschen und sicher eine Position zu erreichen, von der aus ihr strategisch wichtige Räume mit Hilfe eures Kommandantenfernglas einsehen könnt, ohne gesehen zu werden. Klärst du nun anrückende Gegner frühzeitig auf, hast du deinem Team für den ersten Feindkontakt einen signifikanten Vorteil verschafft. Wenn du glaubst, dass niemand in deine Richtung schaut, kannst du auch die M32-76mm Kanone aus dem Versteck halten, um einen Gegner aus dem Spiel zu nehmen oder kritisch zu treffen. Mit einer Nachladezeit zwischen 7,6 und 5,9 Sekunden kannst du auch einen zweiten Schuss wagen, wobei ich dir empfehle, das eigene Leben höher zu schätzen als den möglichen Abschuss. Dabei sind die minus 10 Grad Gun Depression bei hügeligem Gelände äußerst komfortabel. Und die Turmdrehzeit von 14,3 bis 24 Grad pro Sekunde kann einen vor der einen oder anderen Überraschung retten. Eine andere Variante, ihn effektiv zu nutzen, ist frühzeitig einen Punkt einzunehmen und diesen dann aus einer nicht direkt einsehbaren Position durch Aufklärung oder eigenen Beschuss zu verteidigen. Bei der Munition steht dir eine Heat-FS-Granate zur Verfügung, welche 254 mm Panzerung durchdringt, solange sie nicht an einem Zaun, Busch oder sowas hängen bleibt. Leider steht euch diese erst bei den Rang 4 Modifikationen zur Verfügung. Das bedeutet, dass du am Anfang mit HE und APCR Granaten auskommen musst, wobei die APCR schlechte Durchdringung bei angewinkelter Panzerung aufweist. Im Modifikationsrang 3 kommt dann noch die APDS dazu, die der APCR weit überlegen ist und bis zu 300 mm Panzerung durchschlagen kann, weswegen ich davon auch immer ein paar dabei habe. Entgegen den deutschen Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg hast du keine Granate, die im Inneren des Feindpanzers explodiert, also rechne mit weniger Schaden im Ziel. Bei den Magazinen begegnet uns noch etwas Neues. Wir haben hier ein sogenanntes Ready Rack oder Bereitschaftsmagazin, das 11 Granaten umfasst und auf dem Bild mit 3 gekennzeichnet ist. Befinden sich in diesem Magazin keine Granaten mehr, dauert das Nachladen länger. Wenn unser Ladeschütze nicht mit Nachladen beschäftigt ist, füllt er das Ready Rack aus den anderen Magazinen wieder auf. Wenn du nicht mehr als 15 Granaten mitnimmst, ist ein Großteil des Panzers leer und die Chance auf ein Feuerwerk gering. Wenn man mal verschwinden muss, kannst du 2 Rauchgranaten in Turmrichtung ausstoßen und im Schutz des Nebels die Position ändern. Die Panzerung schützt dich vor Maschinengewehrfeuer, jedenfalls von vorne. Und dieser extrem lange Turm, der mich irgendwie an die klassischen Alien-Filme erinnert, bietet ein ziemlich gutes Ziel. Um das Design noch merkwürdiger zu machen, haben wir 3 Auspuffrohre. 2 hinten, 1 vorne, deren Abgase die Sichtbarkeit des Panzers noch deutlich erhöhen. Und wenn dich das schon ernüchtert, Flugzeuge lieben den Bulldog, denn die meisten Maschinenkanonen können sein Ende sein. Zum Glück habt ihr das Kaliber 50 MG der Amerikaner auf dem Turm, das ein Flugzeug schnell vom Himmel holen kann. Und das Kaliber 50 kann anderen leichten Panzern oder Panzerketten auch schnell den Garaus machen, was sehr praktisch sein kann. Darüber hinaus verfügt der Leckpanzer, ich bin noch nicht drüber weg, über ein Nachtsichtvisier der ersten Generation, das ich irgendwie nie benutzt habe. Wenn es nicht deutlich genug. Ich liebe dieses kleine giftige Ding. Mobilität, Aufklärung und ausreichend Feuerkraft kommen auf Kosten von Panzerung und Überlebensfähigkeit in einem angenehmen Mischungsverhältnis zusammen. Man muss ihn wirklich zum Aufklären bzw. Scouten verwenden und darf nicht zu killgeil sein. Die Kills kann man dann ja mit dem vergünstigten Kass-Flugzeug nachholen, nachdem das eigene Team die Straße zum Sieg geführt hat. Wie sehen eure Erfahrungen mit dem Panzer aus? Man schießt sich. Peregrin Ende.